herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Satisfactory. Liebe Freunde, ich freue mich dürrisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und, ja, soll ich euch sagen, ich starte dieses Spiel und es ist zwar alles da, was ich schlussendlich hier aufgebaut habe, aber als ich die letzten Aufnahmen gemacht habe, scheine ich offline gemacht zu haben. Jetzt hatte ich natürlich die Cloud synchronisiert, ja, mit meinem Offline-Spielstand, beziehungsweise Offline-Spielstand. Und da ist Folgendes passiert. Es ist alles weg. Das gesamte Inventar ist leer, außer dieses hier. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich das irgendwo hingepackt habe. Jetzt ist natürlich Folgendes, auch die Materialien, es ist schlussendlich alles weg. Nichts, was wir nicht wieder aufbauen können. Aber zum Beispiel, die Kettensäge ist nicht da, die Kabelrutsche ist nicht da. Ne? Das sind alles so Themen, die sind jetzt nicht schön. Absolut nicht, ja, die modulare Rahmen und diese ganze Geschichte. Das ist richtig, richtig doof gelaufen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir werden einfach weitermachen. Und ich werde jetzt gleich den Schlepper schnappen. Wir haben ein bisschen, was haben wir, glaube ich, hier noch drin, ne? Wir haben das noch drin, wir haben das noch drin, das noch drin. Wir haben noch ein bisschen Beton drin. Schrauben brauche ich jetzt, glaube ich, aber nicht. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir oder was wir alles noch schnell herstellen können. Kabel fehlen noch, ja, und modulare Rahmen, die habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich fahre nochmal schnell zurück, denn wir haben Folgendes vor. Und das können wir dann an der Stelle auch nochmal eben machen. Ich werde noch ein paar Röhrchen hier rausnehmen. Da haben wir jetzt genügend Stacks. Ich nehme mal zwei Stahlröhrchen hier raus. Und ich schnappe mir auch nochmal ein Stack Stahlbarren. Das packen wir in den Schlepper. Und mit dem Schlepper fahren wir ganz kurz in die Base zurück. Rüsten uns nochmal neu aus. Denn ich möchte hier schlussendlich einen Abzweig machen. Am besten wäre... Wir machen einen Abzweig, ja, hier irgendwo, ja, zweigen hier ab, gehen hier rüber und bauen hier nochmal eine Linie auf. Und zwar möchte ich natürlich, wer kann's anders denken, Stahlbetonträger herstellen, wofür ich natürlich wieder einen Fabrikator brauche, beziehungsweise zwei Fabrikatoren würde ich an der Stelle erstmal nehmen, die wir hier so stumpf mit reinstecken. Die werden wir erstmal einfach hier platzieren, werden die aufbauen und ich muss auf jeden Fall noch Mobile Miner bauen, um von hier unten, schlussendlich glaube ich hier unten drunter, müsste auch noch die Kalksandsteinmine aufgebaut werden, um das entsprechend ranzuführen. Was haben wir noch vor? Ich will, deswegen habe ich mir die Stahlrohre eingepackt, die Strommasten hier entsprechend verlängern, dass wir noch schneller unterwegs sein. Wenn wir das geschafft haben und die Stromverbindung ein bisschen anders aufgebaut haben, dann würde ich hier die Produktion einmal aufbauen für Stahlbeton, einen weiteren Container aufbauen und dann irgendwann anfangen mit den Containern quasi hier über die Verbindungsbrücke nach da hinten und dann schlussendlich hier rein und in die Container reinzugehen, quasi dieses kleine Lager zu erweitern. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist der nächste Plan, eine kleine Caterium-Produktion aufzuzimmern, aufzubauen. Ob ich das da drüben mache, und das wird sich wahrscheinlich prädestinieren, das drüben zu machen. Wir fahren einmal kurz in die Richtung schon mal. Ist halt die Frage, ob wir schon die zweite Ebene einziehen. Ich glaube ja. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, eine zweite Ebene einzuziehen. Dann können wir dort oben auf der oberen Fläche, wenn man das so nehmen möchte, können wir, jetzt muss ich noch mal einmal kurz anhalten, weil ich gerade nicht weiß, ob wir eventuell schon Strommasten bauen können. Nein, da fehlt uns natürlich Kupferkabel. Macht nix, nehmen wir mit. Das heißt, wir machen oben zu, bauen eine kleine Caterium-Dings auf und sehen auch zu, dass wir dann schon die Beleuchtung reinbauen, damit wir eine Caterium-Verbindung Produktion herstellen können, damit wir KI-Begrenzer herstellen können. Denn mit diesen KI-Begrenzern können wir intelligente Splitter bauen und mit diesen intelligenten Splittern können wir Überschüsse, die wir dort jetzt noch haben, schlussendlich das wird schon eng, ne? Können wir direkt in die Forschungsstation sozusagen reinfahren.
So, ein bisschen Platz geschaffen für unseren kleinen Schlepper hier. So, die halte ich schon mal an. Dann haben wir hier noch Eisenplatten. Das wollte ich gar nicht haben. Ich packe hier mal ein paar Kabel ein. Ich nehme noch einen Stack mit. Kabelproduktion müssen wir natürlich auch noch aufbauen. Und das war das. Und wir haben hier irgendwo noch Kupferkabel. Hier ist Kupferkabel. Und Kupferkabel kommt gar nicht an, ne? Also Kupferkabel haben wir natürlich auch noch nicht aufgebaut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich oben in die zweite Ebene Kupferkabel und eigentlich nicht. Eigentlich können wir Kupferkabel erstmal unten platzieren und die Katerium-Sachen oben platzieren. Ich glaube, so in dieser Richtung habe ich mir das tatsächlich auch vorgestellt. Das bleibt jetzt erstmal so. Zusätzlich möchte ich das hier erstmal rausnehmen. Da haben wir noch gar nichts machen können, aber wir können hier schon mal ins 200er Stack reinpacken. Die gewählte Beschichtung. Wir nehmen hier auch nochmal die Statoren raus. So, jetzt haben wir hier entsprechend was drin. Das heißt, wir können hier nochmal auffüllen. Wir füllen das nochmal auf und bauen noch weitere Statoren. Und hier ist die automatische Verkabelung. Das heißt, wir hauen hier nochmal die Statoren rein. Das lassen wir jetzt erstmal so weiter produzieren. Ich packe den Rest hier rüber. Zack, zack. Genau, das sieht, glaube ich, erstmal ganz gut aus. Und den Weltraum. Wir müssen mal gleich mal gucken. Vielleicht packen wir irgendwann auch mal ein paar Sachen schon mal in den Weltraumlift rüber. Okay, jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal das, was wir vorgehabt haben. Hier kann das weiter produzieren. Was wollte er nochmal machen? Rotoren und verstärkte Eisenplatten. Rotoren und verstärkte Eisenplatten. Vielleicht ist das keine so schlechte Idee. Rotoren und... Ah ja, modulare Rahmen wollte ich noch mitnehmen. Die müssen wir auch noch schlussendlich mitnehmen. Und verstärkte Eisenplatten nehmen wir auch nochmal mit. Das war hier nicht der Fall. Aber die beiden Sachen können hier rein. Und die beiden Sachen können da rein. Sehr schön. Jetzt kann hier quasi alles einmal produzieren. Perfekt. Dann lassen wir das. Gehen einmal zurück. Und schauen, dass wir die Stromverbindung hier erstmal aufbauen. So, ich hoffe, das klappt jetzt, wenn wir das einfach nur hier... Ne, nicht ganz, ne? Ich das hier nicht irgendwie... Muss ich das nicht irgendwie hier... Ja, komm schon. Aha. Ja, sehr gut. Ach, nee, das... Das war ja doof. Ich muss da oben die Dinge anwählen. Jetzt glaube ich, weiß ich wieder, wie es ging. Okay, anscheinend weiß ich nicht, wie es ging. Ich brauche mal erstmal den Strommast hin. Das wird schon irgendwie. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen.
So, das sieht gut aus. So, und der zweite soll eigentlich da oben hin. Ich hoffe, das passt noch. Was ist das? Was ist denn das, Leute? Ach, du meine Güte. Ach du meine Güte, das ist das Problem. Ich schwebe da oben noch. Ich schwebe da oben noch. Ich habe mich da oben ausgelockt. Stimmt, so war's. Das ist natürlich richtig doof, ne? Ob wir da wohl rankommen können? Beobachtungsturm? Offline-Spieler. Nö. Kommen wir nicht. Das ist ja mal richtig doof. Die Frage ist ja folgende, ne? Nee. Das ist der späteste Spielstand hier. 22.04. Und das ist der Autosave, ja. Der ist quasi ein paar Minuten danach, ja. Nee. Es ist so. Es ist jetzt egal. Es tut jetzt nicht so doll weh, wie ich eigentlich gedacht habe. Was ich noch machen wollen würde, war natürlich logischerweise die Stromleitung. Aber ich bin jetzt einfach auch zu weit gefahren. Das macht jetzt keinen Sinn, ne? Jetzt muss ich da echt dahin latschen. Ja, das hätte ich mal händisch machen sollen. Alles cool. Es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Das müsste eigentlich noch funktionieren. Natürlich nicht. Leitung zu legen. Aber das würde gehen. Also machen wir es anders. Ich stelle das jetzt hier so halb schwebend hin. Dann nehme ich das hier weg. Erweitere das mit dem hier. So. Schnapp das hier. Und dann sieht das erstmal gut aus, würde ich sagen. Dann sieht das erstmal gut aus und mit dem hier gehen wir dann von hier dahin. Genau, und den ganzen anderen Kram, den brauchen wir dann nicht mehr. Das werden wir bei Gelegenheit abbauen, wenn wir den Förderer abbauen. Und Strom ist noch da, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Liebe Leute, wir stellen uns noch mal ganz kurz, oder ich stelle noch mal ganz kurz unsere Dings her. Unsere Klamotten, die wir noch haben wollen würden. Und zwar einmal den Xeno-Zapper. Dann machen wir uns den Xeno-Basher. Nicht genug Material. Wieso? Ach, wir haben nicht genug Kupferdraht. Ist natürlich bitter jetzt, dass wir nicht genug Kupferdraht haben für die Nummer. Wir hatten den Objektscanner, dafür fehlen natürlich ein paar Schrauben, ist auch in Ordnung. Die Kettensäge fehlt auch noch ein paar Schrauben und die Kabelrutsche, da fehlt halt noch, was ist denn das? Turbodraht. Ach, wir brauchen noch, da braucht man 30 Turbodraht. Ich verstehe.
Haben wir noch irgendwo Katerium rumflattern? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber Schrauben haben wir noch da. Das ist in Ordnung. Da können wir vielleicht so ein paar Sachen noch machen. Das ist natürlich richtig doof jetzt. Mit der ganzen Nummer. Kettensäge können wir noch machen. Objektscanner können wir noch machen. Nobelisk-Zünder. Achso, müssen wir noch ein. Bei denen noch. Und der Xeno-Basher, da müssen wir noch mal entsprechende Kabel rausholen. Okay, liebe Leute. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir führen jetzt, wir gehen mal eben runter und gucken. Ne, wir brauchen einen Mobile Miner noch, ne? Ich glaube, da reicht auch schlussendlich erstmal ein MK1 Miner. Völlig aus. Da brauchen wir keinen MK2 Miner. Und dafür brauchten wir, wie viele? Zwei? Wir müssen kurz gucken. Entschuldigt bitte. Produktion MK1 Miner. Ne, nur einen. Nur einen. Das ist soweit in Ordnung. Das wäre jetzt zwei, aber ich glaube, einer reicht erstmal völlig aus, um Stahlbeton herzustellen. Den nehme ich jetzt erstmal mit. Und ja, genau, da unten ist es. Da gehen wir jetzt erstmal hin. So, da setzen wir jetzt erstmal den MK1-Miner drauf. Den werde ich tatsächlich so ausrichten, dass er nach da guckt. So. Dann ist die Frage, ob wir mit dem. Ach, jetzt haben wir die ganze Zuweisung natürlich auch nicht, ne? Das ist natürlich super. Organisation, Logistik, Förderlift 5. War eigentlich die 7, ne? 7. Fusionator 5. Splitter 6. 7. So, wäre das wohl in Ordnung? Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Warum Boden zu steil? Okay. Ach, der fördert runter. Ne, der soll ja hochfördern. Ne? Das ist das große Problem. Schnellwechsel, ist das eh? Ne, das war Schnellwechsel. Das will ich ja nicht. Nein, nein. Oh, hab ich gerade. Ich hab gedacht, ich falle jetzt gerade irgendwie komplett ins Bodenlose mal wieder. Okay, ich glaube, ich muss einfach. Ich muss einfach. Das ist dritte Platte, ne? Ja, das ist dritte Platte. Ich muss wahrscheinlich eben mit dem Strom einmal runtergehen, um das zu machen. Aber ich könnte oben schon mal gucken, das war. Oder sagen wir so, wir bauen mal einen Fabrikator gleich oben mit hin, damit wir sehen, wie viel denn maximal möglich ist. Ne? Also wie viel Stahlbeton wir da rausbauen können. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen.
Lass uns einmal gucken. Produktion, Fabrikator. Also den setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Und dann will ich einmal gucken, was Stahlbeton so braucht. Wir brauchen 24 Stahlträger pro Minute, wir brauchen 30 Beton. Ich glaube, wir bekommen 60 aus dem Burschen raus. Das heißt, 48 Stahlträger. Ist das nicht schon das Maximum? Ich glaube, es reicht eine Linie, ne? Ne, 15. Ich glaube, wir haben gesagt 15, 30, 40, ja. Das wäre dann schon das Maximum. Also reicht komplett eine Linie. Wir brauchen gar nicht mehr, schlussendlich. Das bedeutet, wir können den Fabrikator auch direkt hier hinsetzen. Den können wir direkt hier ranbauen. So. Mache ich jetzt einfach mal. Oder machen wir jetzt einfach mal. Dann brauchen wir noch einen Konstruktor. Und, da schauen wir mal ganz kurz, was der denn, wenn wir Beton machen, rausbringt. 45 oder 15 pro Minute. Und der braucht aber 30 pro Minute. Das heißt, wir bräuchten eigentlich zwei Konstruktoren. Zwei Konstruktore. Und dann bräuchten wir 90 Kalksandstein. Um den einen komplett voll zu machen. Nein, machen wir nicht. Wir zwacken ab. Wir gehen mit einem rein. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, hier jetzt nicht komplett alles abzuschreddern, sozusagen. Ich will gucken, dass wir mit dem einen Eingang genau pari sind. So. Du machst bitte Beton und du, ihr kommt von unten. 7. So, und das ist ja schon Mittelstrecke hier. Sieben. Ah, das ist verkehrt gewesen. Ich bräuchte... Nee. Wartet mal eben. Nicht dahin, sondern dahin. Und die 7 dann daran. Darunter. So hätte ich es jetzt gerne. Und dann das Ganze nochmal eben ab und ziehen es direkt rein. So machen wir es jetzt. Genau. Dann geht das hier runter. Ah, ich habe Strom vergessen. Ich debbel. Ich kleiner Deppel. So, und wir gehen von hier aus direkt einfach da rein. Liegendes Prinzip. Und jetzt fehlt uns natürlich noch Strom. Aber ich glaube, das sollten wir auch schnell hinbekommen. Indem wir einfach unseren Strom, unsere Wandstrom... Verkleidung sozusagen dahin setzen, dahin setzen, den dahin setzen und jetzt noch mal den Strom nach oben ziehen.
Der macht übrigens wie viel? 60, alles klar, ist die Hälfte. Ja, meinetwegen. Dann wird oben appliziert sozusagen. Wir müssen noch einen Splitter setzen. Ein Lagercontainer natürlich auch noch. Und ich glaube, wir nehmen dann 12 Stahlbetonträger ab, glaube ich, zu wissen, dass wir das machen. So, jetzt wenn wir noch mal eben, das ist ein Splitter. Das sieht nicht gut aus, wenn ich das so mache. Also nehmen wir den so am besten. Warum macht er das denn so? Das will ich ja eigentlich gar nicht. Okay, dann meinetwegen halt so. Das ist auch in Ordnung. Ah, da kommen sie schon raus. Okay, sehr schön. Okay, alles klar. Ja, es sieht nicht schön aus. Es sieht absolut nicht schön aus. Das werden wir irgendwann auch nochmal umbauen, da bin ich mir ganz sicher. Strom fehlt jetzt noch. Genau, wir hatten gesagt, Strom müssen wir noch haben. Und da werde ich nochmal einfach ein paar Strommasten hier hinstellen. Den natürlich hin, weil wir werden ja auch hier für Strom brauchen, logischerweise. Und einen nochmal hier. Direkt Strom von dem Mast hier abnehmen. Zack, zack, zack. Eigentlich müsste, ja, ich höre auch irgendwas. Ich höre tatsächlich etwas. Und demnächst müsste hier was hochkommen. Oha. Okay, und dann hauen wir hier noch einen Lagercontainer hin. Logischerweise. Sandstein da, aber jetzt kommt was. Sehr ordentlich. Und das müsste entsprechend über diese Förderbrücke drüber gehen. Und dann
entsprechend da unten reinlaufen. Und dann hätten wir auf jeden Fall schon mal Stahlbeton. Beziehungsweise erstmal Beton, logischerweise. 15 pro Minute. Das heißt, wir haben die Hälfte. Das bedeutet, wir haben 24 Stahlträger pro Minute. Das heißt aber, wir bekommen auch nur 3 Stahl-Betonträger pro Minute raus. Das ist nicht viel, tatsächlich auch. Fünf Stück, das ist echt. Das ist viel. Okay. Nichtsdestotrotz, es wird produziert und das ist erstmal das Wichtigste an der ganzen Stelle. Und ja, ich bin tatsächlich auch zufrieden. Schlussendlich ein Stück weit. Gefällt mir sehr gut. Mal gucken, wird gleich rauskommen. Erster Stahlbeton. Sehr geil. Liebe Leute, das würde ich sagen, war fürs Erste recht erfolgreich. Wir haben ein wenig abgesplittet. In der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir, oder vielleicht mache ich das einfach offscreen in der nächsten Folge, dass ich meine Werkzeug quasi wieder zusammen schnüre und zusammenbaue. Und dann im Umkehrschluss ist die Frage, ja, ich glaube, wir werden versuchen, nächste Folge mal die Materialien, die wir hier nach und nach jetzt hier einlagern, schon mal in die andere, in das kleine Lager zu übertragen, indem wir hier die Förderstrecken aufbauen. Das Ganze muss nicht schnell laufen, das kann ganz normal mit MK1 Förderbändern laufen und ja, ich würde sagen, ja, wenn euch das hier gefallen hat, ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Gerne auch eure Däumchen unter den Videos. Und ganz wichtig, schreibt mir das in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.